So, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Webinar mit dem Thema ja, Backup und Recovery einer VMware-vSphere-Umgebung. Kurz zu mir, mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin hier bei Arxiv als Pre-Sales Consultant tätig und wir stehen damit sozusagen rund um alle technischen Fragen um unsere Produkte zur Verfügung. Ja, ich sagte es gerade, Backup und Recovery, das ist sozusagen unser Thema. Speziell heute geht es um die hostbasierten Sicherungen von VMware. Da möchte ich ein bisschen näher drauf eingehen und Ihnen ja, das Thema dann auch später noch in der Live-Demo dann halt demonstrieren. Kurz ein bisschen zum Organisatorischen. Wir werden ungefähr so eine Dreiviertelstunde dafür brauchen und wenn Sie irgendwelche Fragen sind, Sie sind ja alle auf Stumm geschalten, können Sie die in dem GoToWebinar-Tool stellen. Da gibt es so einen kleinen Fragenbereich und ich würde versuchen, die Fragen entweder während des Webinars oder anschließend dann zu beantworten. Das heißt, das Webinar wird auch aufgezeichnet. Sie kriegen nachdem wir fertig sind, kriegen Sie das Webinar mit so einem Link zugestellt und können sich das danach dann nochmal anschauen. Wir haben in dem Handout-Bereich können sich auch die Folie, die ich jetzt heute zeige, oder die Folien von PowerPoint, dann auch noch als PDF-Dokument dann runterladen. So, kurz zur Agenda. Ich will kurz was zu uns erzählen für Leute, die uns noch nicht kennen. Dann werde ich speziell auf die hostbasierten Sicherungen von UDP eingehen und wie man das Ganze importiert, in die Konsole und wie man letztendlich das Backup und Recovery durchführt, sowie werde ich Ihnen das nachher dann auch nochmal live demonstrieren. Ja, einmal kurz zu uns. Arxiv, wir sind ein weltweites Unternehmen. Wir haben ungefähr 45.000 Kunden am Markt. Wir haben sind ja weltweit letztendlich in den einzelnen Lokationen über Partner organisiert. Das heißt, wir haben in dem Sinne keinen Direktvertrieb. Der Vertrieb bei uns geht immer direkt über den Partner letztendlich, der unsere Software letztendlich bei den Distributoren dann erwirbt und die letztendlich dann auch die Implementation für uns vor Ort machen. Wir sehen uns als Arxiv, als Unternehmen, als ein Unternehmen der ja, integrierte Verfügbarkeitslösung sowohl für virtuelle als auch physikalische Systeme zur Verfügung stellt. Und ja, damit sind wir unter anderem auch von VMware mit drei Gold Awards vor 2 Jahren ausgezeichnet worden als beste ja, Datensicherungslösung. Das, was ich hier unten aufgezeigt habe, das sind unsere Standbeine letztendlich. T-Backup, das kennen Sie sicherlich von uns. Das ist unser Klassiker. Arxiv Backup verbirgt sich dahinter. Dann haben wir den Bereich Snapshot Backup. Das ist das, worum wir uns heute sozusagen unterhalten möchten. Und dann gibt es noch ein weiteres Thema über die Hochverfügbarkeit sowie ja, Backup-Appliances und ja, Cloud als Disaster-Recovery-Lösung sowie E-Mail-Archiving. Das sind so die Standbeine, die Arxiv letztendlich als Unternehmen dann halt stellt. Ja, was sind unsere strategischen Lösungen von Arxiv? Das heißt, man spricht ja dann immer von dem Punkt, ja, wann ich meine Backup sozusagen angefertigt habe. Das heißt, ich habe irgendwann den Bedarf letztendlich, dass ich Daten wiederherstellen möchte. Und dann ist einmal die Frage ja letztendlich, wann ist mein letzter Wiederherstellungspunkt und wie lange brauche ich das letztendlich, um das Ganze wiederherzustellen. Das heißt also, die RPOs und RTOs sind dann hier gefragt. Und wir haben letztendlich für alle Anforderungen ja, Lösungen bei uns im Portfolio mit enthalten. Wenn man das mal davon ausgeht, ich habe das jetzt mal so gelesen und gesagt, ja gut, wenn Sie jetzt einen File-Server haben, der hat jetzt 5 Terabyte und Sie möchten den wiederherstellen und Sie haben den ausschließlich in die Arxiv Cloud hochgeladen, dann sind Sie sicherlich bei einer Wiederherstellungszeit, die im Tagebereich dann halt liegt. Wenn Sie das Ganze auf einer lokalen Bandkopie speichern, kriegen Sie es sicherlich innerhalb von Stunden wieder zurück. Und wenn Sie das Ganze mit unserer UDP-Snapshot-Technologie ja, letztendlich konfigurieren, dann haben wir die Möglichkeit, sowas in Minuten sozusagen wieder verfügbar zu machen. Und unsere Arxiv RHA liefert Ihnen die RPOs und RTOs dann binnen Sekunden. Das Ganze, was Sie in der Mitte sehen, kriegen Sie auch nicht nur als einzelne Softwareprodukte bei uns zu kaufen, sondern auch auf einer ja, gesamten ja, Hardware-Appliance, wo letztendlich die ja, Plug-and-Play fertig denn bei uns so direkt bestellt werden kann.
Okay, dann jetzt heute fokussiert mal auf das Thema VMware und hostbasierte Sicherung möchte ich jetzt drauf eingehen und ein bisschen zur Technologie, wie wir das Ganze letztendlich, was wir da halt tun und wie wir das tun. Wir haben ja die Integration für hostbasierte Sicherung in dem UDP schon seit einigen Jahren letztendlich implementiert. Was tun wir dabei? Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, mit UDP einmal eine agentenbasierte Sicherung zu machen, indem es dann notwendig ist, unsere Agent-Software auf dem einzelnen Betriebssystem zu installieren. Oder wir haben auch die Möglichkeit, direkt eine hostbasierte Sicherung zu machen. Das heißt, da unterstützen wir ja Microsoft Hyper-V sowie auch VMware. Was machen wir im VMware-Umfeld? Da sprechen wir die Storage-API von VMware an und kommunizieren letztendlich mit derer und transportieren letztendlich die Backups direkt über den Host. Das heißt, eine Installation von irgendeiner Agent-Software auf dem jeweiligen Gastbetriebssystem ist damit nicht notwendig. Das heißt letztendlich auch, Sie können auch hostbasierte Sicherungen durchführen und wir haben in der Software Implementationen letztendlich geschaffen, dass Sie auch beispielsweise einen Datenbankserver wie einen Microsoft SQL Server oder einen Exchange Server darüber konsistent sichern können und auch granular dann wiederherstellen können, ohne dass Sie letztendlich eine Agentensoftware auf dem jeweiligen Server dann installieren müssen. Ja, wie sieht das Ganze technisch aus? Das heißt, wenn Sie das aufbauen, habe ich da mal die Ports dann aufgezeichnet, wie sie im Standardfall dann konfiguriert sind. Das heißt, Sie haben ja noch kurz zur Architektur. Das UDP besteht ja letztendlich aus drei Komponenten. Das eine ist die UDP-Konsole, von der Sie letztendlich Ihre Backups aus dann halt managen können. Die zweite Komponente ist unser RPS, also unser Recovery Point Server, der letztendlich die Datenbank hält mit den Backups, also das Backup Repository letztendlich. Und an dritter Stelle ist unser UDP-Agent, der uns dann auch als Proxy dient. Das heißt, wenn Sie diesen Begriff sehen, UDP oder ArcSoft UDP-Proxy, das ist letztendlich dieselbe Installation wie unser UDP-Agent. Das heißt, jeder UDP-Agent, der irgendwo läuft, kann demnach dann auch als Proxy dann halt fungieren. Wenn wir eine agentenlose Sicherung machen, dann dient uns der UDP-Agent-Proxy letztendlich dazu, um die Daten von dem ESX-Host oder von dem vCenter letztendlich auf den Backup-Server zu übertragen. Ja, das heißt, ich habe das hier mal dargestellt. Von der UDP-Konsole managen Sie alles draus. Das heißt, über den Port 8014, 8015 greifen Sie letztendlich dann auf diesen Proxy drauf zu. Und wir brauchen halt, sofern Sie letztendlich diese Installation von der Konsole ausrollen möchten. Das heißt also, diese Installation des Agenten sozusagen auf den Proxys durchführen möchten, brauchen wir entsprechend halt die TCP-IP-Port sowie den Zugriff letztendlich auf Admin-Dollar. Ja, das ist immer dann für die Kunden interessant, die jetzt einen separaten Konsolenserver haben und separate Proxy-Maschinen und dazwischen sind vielleicht irgendwelche Netze segmentiert oder Firewalls letztendlich dazwischen geschaltet. Ist es halt wichtig, dann die entsprechenden Ports zu kennen. Ja, und genauso kommuniziert die UDP-Konsole über die gleichen Ports 8014, 8015 sowie 445 mit unserem RPS-Server und standardmäßig mit dem vCenter oder mit den einzelnen ESX-Hosts ist es dann Port 443 oder 80 oder je nachdem, wenn Sie es individuell gestalten, können es auch dann individuelle Ports dann halt sein. Ja, zum Importieren der Maschinen in unsere Konsole kann man Folgendes machen. Das heißt, Sie können hergehen und wir unterstützen ja sowohl den einzelnen ESX-Host sowie auch den Clusterbetrieb von VMware. Sie können bei dem Import hergehen und sofern es sich das um ein Cluster handelt, können Sie hergehen, entweder den vCenter-Namen angeben oder die IP-Adresse oder sofern es sich um einen einzelnen ESX-Host handelt, können Sie den
den einzelnen Namen oder auch die IP-Adresse beim Import dann mit angeben. Ist zu empfehlen, dass wenn Sie ein Cluster haben, geben Sie auch bitte immer die Cluster-Adresse an und nicht die der einzelnen Hosts dann dabei. Ja, dann hatte ich gerade in der zwei Folien vorher erzählt, dass wir ja so Funktionalitäten mit in der Software drin haben, dass wir auch ja Exchange-Datenbanken letztendlich konsistent sichern können, so wie SQL-Datenbanken halt auch. Dafür brauchen wir eine bestimmte Voraussetzung, und zwar wir brauchen Admin-Rechte innerhalb der einzelnen VM dann dafür. Das heißt, wenn Sie diese Maschinen importieren, dann kommen Sie irgendwann auf dieses Fenster, was hier dargestellt wird, wo Sie oben hier die Adresse von dem ESX-Host dann angegeben haben. Und dann gibt es hier unten noch ein kleines Fenster, wo Sie ja letztendlich dazu gebeten werden, ja diesen Pre-Flight-Check zu aktivieren. Damit machen wir letztendlich nichts anderes, um zu prüfen, ob wir ausreichend Rechte haben und innerhalb der VM reingreifen können und letztendlich, was weiß ich, ein Truncate von den SQL-Datenbanken zu machen, also die Logs entsprechend abzuschneiden, und das gleiche gilt für Exchange letztendlich auch. Das heißt, geben Sie das Ganze hier nicht mit an, dann können wir in die einzelne virtuelle Maschine halt nicht reinschauen und dann hätten Sie letztendlich nur ein komplettes Image-Backup als ein File. Ja, das heißt, darauf sollten Sie achten, dann halt, dass Sie entsprechend beim Import diese Credentials mit angeben, um das entsprechend dann auch mit wegsichern zu können. Ja. Sie können das auch nachträglich noch machen, das zeige ich Ihnen nachher dann in der Live-Demo. Ja, wie läuft das vom Sicherungsschema letztendlich ab? Das heißt, das betrifft eigentlich meistens die Kunden, oder vorwiegend die Kunden, die dann halt einen Clusterbetrieb dann halt fahren. Wir versuchen ja so oft wie möglich letztendlich eine inkrementelle Sicherung durchzuführen. Ja, jetzt habe ich mal die Punkte aufgeführt, was kann denn eigentlich alles passieren, wenn Sie jetzt einen Ausfall oder ähnliches haben. Das heißt auch immer in dem Falle, wenn Sie einen Failover haben, oder ein Switchover, eine Migration oder ein Move von den einzelnen Servern, machen wir inkrementelle Sicherung. Und nur in dem Falle, wenn Sie halt eine Storage-Migration machen, letztendlich auf ein anderes System, würden wir hergehen und nochmal mit unserem Change-Block-Treiber nochmal komplett alle Blöcke nochmal lesen von der Quelle. Aber in allen anderen Fällen, die ich jetzt hier aufgeführt habe, geht UDP immer automatisch her und macht immer ein inkrementelles Backup. Das heißt, wir holen uns nur immer die Blöcke, die wir letztendlich auf unserem Backup-Server noch nicht haben. Ja. Jetzt gibt es noch einen weiteren Fall für diese inkrementellen Backups und jetzt habe ich mal aufgeführt, was passiert denn zum Beispiel, wenn ein Cluster-Node letztendlich einen Hardware-Ausfall hat oder Strom fällt aus oder ähnliches. Was kann da letztendlich dann halt passieren? Das heißt, wann geht UDP her und springt quasi von der inkrementellen Sicherung auf einen Verify oder auf ein Full Backup um? Ja, das heißt also, wie gesagt, wenn der ganze Node halt dann ausfallen sollte oder wenn der Change-Block-Treiber nicht funktionieren sollte, ja, das heißt, der Change-Block-Treiber, der läuft ja letztendlich auf unserem Proxy dann halt drauf. Das heißt, wenn der Treiber dort irgendwie korrupt ist oder nicht funktioniert oder ähnliches, würden wir einen Verify oder Full machen. Das gleiche gilt auch, wenn der Change-Block-Service gar nicht läuft. Oder wenn Sie zum Beispiel eine neue Maschine zu dem Cluster letztendlich hinzufügen oder eine entfernen. Storage-Migration hatte ich gerade eben schon angesprochen. Oder wenn die Installation von dem Change-Block-Treiber halt irgendwie ja nicht ordnungsgemäß halt gelaufen ist. Ja. Das gleiche gilt auch, wenn Sie letztendlich das Ziel verändern. Das heißt, Sie haben ja die Möglichkeit, in UDP mehrere Datenstores einzurichten. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, Sie ändern jetzt den Backup-Plan und lassen das von dem einen Backup-Repository in das zweite Backup-Repository laufen, dann machen wir letztendlich auch dann ein weiteres Full-Backup dann, logischerweise. Ja, wie läuft das Ganze ab, wenn Sie jetzt hergehen und in einem Workflow mal definiert, wenn Sie eine Maschine wiederherstellen wollen mit UDP?
Das heißt, wir starten hier oben. Das heißt, Sie gehen in der Konsole ja auf VM-Wiederherstellung und geben dann her und geben den letztendlichen Zielhost ein, auf den Sie die Maschine dann wiederherstellen möchten. Dabei wird letztendlich ein eindeutiger Name erzeugt und die Wiederherstellung passiert erstmal mit der Wiederherstellung der virtuellen Festplatten. Dann gehen wir her und löschen entsprechend die duplizierte VM von dem Host oder jedenfalls von dem Cluster, passen den VM-Namen an und sichern dann die Konfiguration der einzelnen Maschine zurück, sowie registrieren wir dann die Maschine in dem Cluster, sofern es sich um Cluster dann halt handelt. Falls es kein Cluster ist, dann wird es auch im Cluster nicht registriert, sondern halt nur auf dem Host. Und die VM-Gruppe wird gebildet, sowie die Ressource. Und die Ressource und Gruppe wird entsprechend hinzugefügt und danach ist der Job dann entsprechend abgehandelt. Ja, so einmal zum Workflow. Was passiert da letztendlich eigentlich im Hintergrund in den einzelnen Schritten? Das können Sie auch immer dann beobachten, wenn wir die Wiederherstellung laufen lassen. Dann gibt es in dem Restore-Fenster so einen kleinen Details-Bereich und da wird oben, werden diese einzelnen Schritte dann auch kurzweilig dann immer mit angezeigt. Okay, jetzt schwenke ich über und gebe Ihnen mal meine Oberfläche von meinem Server frei. Okay. Ja, da möchte ich jetzt gerne nochmal darauf eingehen, wie man das Ganze da jetzt praktisch nachher an der Konsole dann halt abarbeitet. Das heißt, ich habe mich jetzt hier schon mal eingeloggt auf meiner UDP-Konsole und in UDP konfigurieren Sie alles in dem Ressourcenbereich. Hier oben gibt es die Nodes, letztendlich, wo Sie Ihre ganzen einzelnen Server dann verwalten können. Und hier unter Add Node können Sie dann eine Maschine sozusagen der Konsole dann hinzufügen. Und das Hinzufügen, dafür gibt es mehrere Methoden, wie man diese Maschinen jetzt in UDP importieren kann. Sie können das unter der Angabe von einem Namen machen oder aus dem Active Directory importieren. Oder wie wir das jetzt machen wollen, holen uns die Information direkt von dem ESX-Host. Und dazu können Sie dann hier die Adresse von dem Host dann eingeben, sowie die Portnummer, Protokoll und die entsprechenden Zugangsdaten und können sich dann mit dem Host oder mit dem vCenter dann verbinden. So, wenn Sie sich dann verbunden haben, dann können Sie mit diesem kleinen Pfeil hier letztendlich in der Maschine dann halt browsen und mit diesem kleinen grünen Pfeil wird Ihnen dann angezeigt, ob die Maschine gerade läuft oder wenn da kein Pfeil ist, dann ist sie halt gerade ausgeschaltet. So, wir importieren jetzt mal die Maschine hier in die Konsole. Das heißt, ich wähle jetzt mal diese Maschine aus und hier unten gebe ich dann auch meine Login-Credentials dann ein, um mich entsprechend auf die Maschine drauf zu verbinden. Ja, jetzt macht er auch immer schon, wenn ich das tue, das heißt, wenn ich das hier importiere, macht er auch schon immer den Pre-Flight-Check und guckt, ob er ausreichend Rechte hat, um darauf zuzugreifen. Und so kann ich mir dann die einzelne Maschine dann in meine Konsole dann halt importieren. So, und dann gibt es hier unseren Pre-Flight-Check, der wird automatisch dann danach durchgeführt. Das heißt, es kann manchmal ein Feld sein, das können Sie hier oben, wenn Sie in diese Pfeile reinklicken, können sich diesen Pre-Flight-Check-Status hier mit anzeigen. Oder sofern er bei Ihnen schon ist, manchmal ist er auch ein bisschen weiter nach rechts gerückt oder ähnliches, dass man den im ersten Moment dann halt nicht sieht.
So, und jetzt zeigt er es bei mir an. Das heißt, der Pre-Flight-Check-Status ist grün. Das heißt, was tun wir dabei? Da können Sie hier raufgehen auf den Fall. Und ja, er guckt dann, ob das Changelog-Tracking funktioniert, ob Ihre VMware-Tools auf den aktuellsten Stand sind, ob wir auf die Disk zugreifen können und ob die Maschine halt aktiv ist und ob die Daten konsistent sind. Ja, sollte das irgendwo mal nicht der Fall sein, dann macht ihn entsprechend hier ein Kreuz rein oder Ausrufezeichen und gibt ihn dann hier zum Beispiel bei der Maschine an und sagt, dass die vor allem der Tools vielleicht nicht aktuell ist oder dass die Maschine halt ausgeschalten ist. Ja. Okay. Wenn Sie die Maschinen jetzt in die Konsole importiert haben, können Sie auch hergehen und sogenannte Gruppierungen von der Maschinen, also von den einzelnen Maschinen machen. Und dafür gibt es hier sogenannte Plangruppen und Sie können jetzt hier hergehen und sich ja eine eigene Node-Gruppe definieren und dazu einen Namen jetzt halt zufügen. Ja, ich nenne meine jetzt hier mal Webinar für heute und dazu füge ich jetzt mal meine Maschine dann ein. Da ist sie. Ja, und diese Gruppe wird dann hier unter Custom Groups dann letztendlich dann angelegt. Das können Sie dann machen. Das heißt, wenn Sie es auch als Service Provider betreiben möchten, können Sie dann auch hergehen und ja, Ihre Kundennamen dort reintun. Oder wenn Sie ein größeres Unternehmen sind mit mehreren Lokationen, können Sie das dann auch nach Lokationen ordnen oder ähnliches. Sie können dann nachher auch, wenn Sie diese Custom Groups definiert haben, können Sie sich auch für jede Gruppe einzelne Reports generieren lassen für die Backup-Jobs. Hier gibt es noch eine Frage gerade aus dem Chat, ob dieser ganze Backup-Prozess auch mit dem VMware SXI funktioniert. Ja, das heißt, ich habe hier auch einen einzelnen Host letztendlich, aus dem ich das importiert habe. Was Sie aber dazu immer brauchen, ist eine lizenzierte Version von VMware. Das heißt, da ist also VMware gibt, glaube ich, ab der kleinsten Version, soweit ich weiß, die Storage API mit. Das heißt, wir können dann hergehen, diese nutzen wir letztendlich, um auf den Host drauf zuzugreifen und ein VMware Backup dann durchzuführen. Ja, wenn Sie die freie Version verwenden von VMware, haben Sie diese Storage API nicht lizenziert. Das heißt, dann können Sie auch keine hostbasierten Sicherungen mit UDP durchführen. Was man dann alternativ machen kann, ist, Sie können dann hergehen und auf der einzelnen Maschine einen UDP-Agenten installieren und so könnten Sie dann auch eine ja, ESX als diese freie Version von VMware dann die einzelnen Maschinen dann darüber absichern. Wie die ganzen Editionen bei VMware und bei Vifs wir alle heißen und wo da irgendwo was drin ist, da müssten Sie ein bisschen liebst selbst nachgucken. VMware bietet meines Wissens auch dort Matrixen an. Sie müssen halt gucken, da muss die Storage API muss letztendlich in dem Lizenzpaket dann mit enthalten sein und dann können wir das Ganze auch hostbasiert sichern. Okay, jetzt gehen wir her und in dem Bereich alle Pläne können Sie hergehen und dann einen Backup-Plan konfigurieren. Und den nenne ich jetzt heute mal Webinar. Und kann ich hergehen und hier definieren, was für eine Art Backup-Plan möchte ich denn machen. Das heißt, wir haben hier oben einmal agentenbasierte Pläne. Das heißt, das setzt voraus, dass Sie eine Installation eines Agenten auf dem jeweiligen System dann halt durchführen. Oder hier haben wir auch unsere Agentless-Sicherung. Das heißt, den sollten Sie dann entsprechend auswählen, wenn Sie ein VMware-Backup dann durchführen möchten. Jetzt werden Sie hier nach einem Backup-Proxy gefragt und das sagte ich gerade, der Backup-Proxy ist dafür zuständig, der kommuniziert letztendlich mit Ihrem Hypervisor und transportiert dann die Daten ja, von dem Hypervisor letztendlich in unser Backup-Repository rein. Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und nur einen Backup-Server haben, haben die meisten Kunden alles letztendlich auf einem Server installiert. Das heißt, der Backup-Server ist auch gleich der Proxy und ist auch gleich der Server, der letztendlich dann die Backup-Daten dann auch hält. So ist es bei mir auch. Das heißt, mein Backup-Server heißt Manager und wir nutzen letztendlich halt diesen Agent nachher dazu, der uns als Proxy dient, um die Daten von dem Hypervisor zu transportieren. So, jetzt kann ich hier Folgendes machen. Ich kann jetzt hergehen und hier
Bei den Maschinen, die ich importieren möchte, kann ich jetzt nochmal definieren, ob ich die importieren möchte. Das habe ich ja eben schon in der Konsole gemacht. Also das heißt, es gibt beide Wege. Sie müssen den Import nicht erst machen, so wie ich das gemacht habe. Sie können auch gleich den Plan erstellen und den Import dann halt durchführen. Ja, ich habe allerdings jetzt den Vorteil, ich habe jetzt hier mir meine Gruppen gebildet und ich habe ja eine Gruppe definiert, die heißt hier Webinar. Und dann wähle ich mir einfach alle Maschinen aus, die ich jetzt in dieser Webinargruppe jetzt drin habe und füge dir jetzt halt meinen Backup-Plan dann halt hinzu. Ja, dann gibt es die Snapshot-Methode, die wir jetzt endlich durchführen. Das sollten Sie auch für VMware-Tools dann im Idealfall lassen. Und die Transportmethode wird von UDP automatisch ermittelt. Sie können aber auch hergehen und die Transportmethoden dann letztendlich hier definieren, in welcher Reihenfolge er dann durchgehen soll. UDP nimmt automatisch immer ansonsten die bestmögliche. Okay. Ja, als Ziel ist immer am besten meine Empfehlung, wenn Sie Ihre Backup-Daten möglichst reduzieren möchten und auch Ihre Backup-Zeiten verkürzen wollen, erstellen sich einen Datenstore unter dem UDP Recovery Point Server mit Deduplizierung. Und das birgt dann den Vorteil, dass wir letztendlich bei jedem Backup, was wir durchführen, nur die geänderten Blöcke, die wir auf unserem Backup-Server noch nicht haben, letztendlich transportieren müssen. Und das verkürzt die Backup-Zeiten und reduziert die Anforderungen letztendlich dann auch an die Datenleitung. Okay, jetzt kann ich hier dem Ganzen noch einen Zeitplan mitgeben, wann das Ganze laufen soll. Ich sag mal, ich möchte jetzt hier nur drei Versionen davon aufbewahren auf meinem System und ansonsten kann das so bleiben, dass es täglich um 10 läuft. Ansonsten könnte ich hier noch hergehen und weitere letztendlich Backups hinzufügen. Das heißt, wenn Sie auch gerne eine Sicherung haben möchten, die über einen Tag verteilt läuft, sind unsere kürzesten Zeitabstände, was wir mit UDP unterstützen, letztendlich 15 Minuten. Das heißt, wir können alle 15 Minuten von Ihrem System halt ein Backup fahren. Das ist die kürzeste Zeit, die wir in dem Snapshot-Bereich von UDP dann halt supporten. Brauchen Sie kürzere Zeiten, dann müssen Sie letztendlich dann auf unserer UDP Premium Plus zugreifen, haben Sie unsere Hochverfügbarkeit mit drinne. Und dann können wir auch Backup-Zeiten, also wir sprechen ja von der Replikation dann nachher von wenigen Sekunden dann halt sprechen. Okay. Ja, und das Ganze können Sie jetzt hier auch noch ein Throttle mit einbauen. Das heißt, wenn Sie die Backups meinetwegen über einen Tag halt laufen lassen, dann können Sie hergehen und ein Durchsatzlimit hier definieren, um ja die Userschaft möglichst wenig zu beeinträchtigen, solange die Backups halt dann von ihren Systemen laufen. Okay. So, in dem Advanced-Bereich können Sie dann definieren und sagen, ob Sie einen Software-Snapshot durchführen möchten oder einen Hardware-Snapshot durchführen wollen. Mit UDP unterstützen wir seit der letzten Version sowie das NetApp Storage sowie das HP 3PAR und Nimble Storage. Das heißt, haben Sie eines von dieser drei Systeme im Einsatz und haben das entsprechend mit Ihrem VMware-Host verbunden, können Sie dieses Storage-System unserem UDP halt bekannt machen und dann auch sogenannte Hardware-Snapshots durchführen, um ja letztendlich die Backup-Performance nochmal zu optimieren. Ja, wenn Sie das haben, dann würden Sie halt hier in diesem Bereich dann Hardware-Snapshot ausführen und die Adresse von Ihrem Array, was Sie halt in Verwendung haben, dann hier in UDP dann halt bekannt machen. Das habe ich nicht, deswegen bei mir gibt es einen Software-Snapshot. Und hier können Sie definieren, sofern SQL oder Exchange-Server drauf läuft, können Sie jetzt hier die Transportprotokolle entsprechend abschneiden lassen, sowie können Sie auch hier letztendlich Kommandos, die vor oder nach einem Backup laufen, halt hier in der Konsole noch drüber absetzen. Das ist vielleicht für die Kunden interessant, die vielleicht irgendwie eine MySQL-Datenbank drauflaufen haben
Damit könnten Sie beispielsweise hergehen und ja, ein Kommando letztendlich auf der Maschine starten lassen, dass entsprechend Dump von der MySQL-Datenbank rausgezogen wird und dass wir den Snapshot erst dann machen, wenn der Dump letztendlich fertiggestellt ist und dann die Maschine dann halt konsistent wegsichern. Also sind so Anwendungsszenarien, das können Sie halt mit diesen Kommandos dann entsprechend durchführen. Okay, das speichere ich jetzt mal ab. Und was jetzt hier mal bei passiert, wenn Sie dieses hier so kreisen sehen, ist passiert immer Folgendes. Dabei wird letztendlich dieser Job auf diesen Proxy übertragen, weil immer der weiß letztendlich, wann er sein Backup dann halt durchzuführen hat. Und ich gehe jetzt her und lasse das mal sichern. Und wenn Sie den Backup-Job dann laufen haben, dann haben Sie hier so einen kleinen Jobs-Bereich da oben und dann können Sie hier alle Jobs, die letztendlich laufen, in dieser Queue dann halt monitoren. So, und das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Ich hatte Ihnen ja dieses Diagramm gezeigt. Das heißt, wenn Sie auf Details raufgehen, dann wird Ihnen oben bei Phase immer angezeigt, in welcher Phase er sich gerade befindet, was er gerade in dem Backup dann halt tut. Okay, so wenn das Backup jetzt läuft, würde ich Ihnen gerne schon mal den Restore-Prozess zeigen, weil ich hatte jetzt heute Vormittag schon ein Backup von dem Server letztendlich angefertigt und dann brauchen wir das jetzt hier nicht abwarten. Wenn Sie irgendwas wiederherstellen möchten von der Maschine, dann klicken Sie einfach mit der rechten Maus auf die Maschine rauf und gehen auf Restore. Und dann wird letztendlich eine Verbindung aufgebaut zu dem Proxy-Server. In dem Fall ist das jetzt auch mein Backup-Server selbst. Und dann haben Sie hier diese ja, vier Optionen letztendlich. Das heißt, bei Browse Recovery Points können Sie letztendlich in die VM-Versicherung dann reinschauen, sofern Sie die Login-Daten entsprechend hinterlegt haben. Und können jetzt einzelne Dateien von dem, von der Maschine wieder zurückholen. Ja. Das heißt beispielsweise diesen Logs-Ordner. Und hier können Sie das zur originalen Lokation hinzufügen, zurücksichern oder zu einer alternativen Lokation zurücksichern. Ja, und dann können Sie definieren, was mit den ACLs passiert, passieren soll, also ob die Rechte zurückgeschrieben werden sollen, also die Access Control List, ob die vorhandenen Dateien überschrieben werden sollen oder ob die umbenannt werden sollen. Das können Sie dann letztendlich hier in dem Monitor dann konfigurieren. Wenn Sie die ganze virtuelle Maschine zurücksichern wollen, dann gibt es hier den Bereich Recover VM und hier können Sie dann die letzte Sicherung dann auswählen, die Sie wiederherstellen möchten und als Ziel können Sie dann entsprechend den einzelnen Host, sofern Sie ein vCenter haben, dann die vCenter-Adresse davon dann angeben. So, das heißt, ich kann hier sagen, zur originalen Lokation soll das wiederhergestellt werden und ich möchte die vorhandene Maschine dann überschreiben oder ich möchte, kann auch hierher gehen und eine neue UUID von der virtuellen Maschine dann erzeugen lassen und bei Bedarf können Sie auch hergehen, hier wieder die Transportmethode, wie die VM zurückgesichert werden soll, dann hier definieren oder UDP macht das entsprechend automatisch. So, wie können Sie definieren und sagen, dass die Maschine dann gestartet werden soll nach der Wiederherstellung?
Und in dem nächsten Bereich können Sie dann definieren, auf welchem Host letztendlich die Wiederherstellung laufen soll. Das heißt, das ist der originale Host. Hier müssen Sie nochmal die Login-Daten entsprechend mit hinterlegen, um die Wiederherstellung so durchführen zu können. Ja, wenn Sie noch Fragen haben dazu, können Sie die gerne im Chatbereich stellen. Ich würde dann darauf nachher eingehen. Ja, und so kann dann der ja, Restore-Prozess dann entsprechend dann durchgeführt werden. Gut, soweit. Dann schwenke ich jetzt mal wieder zurück auf meine PowerPoint. Ja, wir haben im Sommer ja das erste Update für UDP 6.5 rausgebracht und haben noch diverse Verbesserungen letztendlich bei diesem Agentless Backup mit implementiert. Das heißt, die Funktionen der automatischen Schutz von neu hinzugefügter Maschinen haben wir in die Software mit eingebaut. Das heißt, wenn sich da einen entsprechenden Container dann einrichten in vSphere und die Maschinen da hinzufügen, dann ist es so, bräuchten Sie die Backup-Pläne in UDP nicht automatisch anpassen und wir sichern die automatisch dann mit. Ja, das ist letztendlich diese Automatic Protection, die wir damit implementiert haben, die wir sowohl für vSphere 6.0 als vSphere 6.5 halt mit unterstützen. Ja, dann gibt es noch eine Sache zu sagen, und zwar, wir haben ja, wenn wir die Backups fahren von den einzelnen Hosts, können wir mehrere Backups gleichzeitig fahren. Per Default sind bei uns in der Registry auf dem jeweiligen Proxy, der dann nachher die Datenübertragung durchführt, ein paar Standardwerte hinterlegt. Und zwar in dem VMware-Bereich steht das immer auf 4 und im Hyper-V-Bereich auf 10. Das heißt, möchten Sie hergehen und möchten Sie also mehrere Maschinen halt gleichzeitig sichern, dann können Sie unter diesem ja, Registry-Key hergehen und den Wert letztendlich hochsetzen oder absetzen. Okay, dann würde ich gerne noch, bevor ich gleich die Fragen beantworte, die noch aufgelaufen sind, noch auf unsere nächsten Webinare hinweisen. Das heißt, in der nächsten Woche zeigen wir Ihnen, wie Sie mit UDP Ihre Office 365 Mailboxen sichern können. Dann sind wir in 2 Wochen auf einer Roadshow in Deutschland. Das heißt, wir machen jetzt ja auch seit einiger Zeit E-Mail-Archivierung. Das heißt, da sind wir in Düsseldorf, Frankfurt und München unterwegs. Ich bin unter anderem dann auch da, sowie sind wir mit einem Kunden und einem Anwalt entsprechend vor Ort, der ja, das ganze Thema ja gesetzeskonforme E-Mail-Archivierung letztendlich dann erläutert. Wenn Sie da gerne daran teilnehmen möchten, die Teilnahme ist kostenlos, können Sie sich gerne dafür registrieren. Ich habe hier in die PowerPoint-Folie unseren Veranstaltungskalender mit hinterlegt, aber Sie können auch über unsere deutsche ArcSurf-Homepage letztendlich auf diese Veranstaltung drauf zugreifen und sich darüber dann anmelden. Okay. Dann gibt es noch eine Frage: Kann UDP aus einem Standalone-Server einen funktionierenden virtuellen Server erstellen? Ja, das funktioniert. Das heißt, Sie können hergehen und unseren UDP-Agenten auf der einzelnen Maschine dann installieren. Dann machen Sie ein Backup davon auf Ihren Backup-Server und dann haben wir in UDP eine sogenannte Bare Metal Recovery implementiert. Das ist ja, ein kleines Stückchen Software, da können Sie ein ISO-Image mit erzeugen oder einen bootfähigen USB-Stick. Und den können Sie dann nehmen und das ISO dann in Ihrem VMware, dann kreieren Sie sich einfach eine neue Maschine in VMware und booten dann von diesem ISO und können dann sozusagen diese Migration von physikal zu virtual dann entsprechend dann durchführen.
So, dann gibt es noch eine Frage, und zwar die geht um die Lizenzierung, wenn man die freie VMware Workstation einsetzt. Ja, also wir haben ja dann die Möglichkeiten, wenn Sie die freie VMware Workstation verwenden, können Sie ja unsere UDP-Agenten dann installieren, auf allen Maschinen, die Sie letztendlich dann sichern wollen, und wie sich das Ganze letztendlich mit der Lizenzierung verhält. Wir lizenzieren in UDP ja keine einzelnen Agenten mehr, so wie wir das früher in der Arcs of Backup-Welt letztendlich getan haben, sondern es gibt letztendlich drei Möglichkeiten. Sie können entweder nach dem aktiven Prozessor lizenzieren, nach der gesicherten Menge oder nach dem einzelnen Operating System. Haben Sie allerdings einen virtuellen Host, also einen VMware-Host, dann müssen Sie sich zwischen der Sockel-Lizenzierung und der Terabyte-Lizenzierung entsprechend entscheiden. Und dann können Sie hergehen, wenn Sie einen einzelnen Server haben, der hat nur eine CPU, dann kaufen Sie sich einmal UDP-Sockel-Lizenz und können auch so viele Agenten letztendlich auf dem Gastsystem dann auf den Gästen letztendlich installieren, wie Sie wollen, weil wir lizenzieren entsprechend nur den CPU-Sockel dann dafür. Okay, gibt es noch weitere Fragen? So, dann gibt es hier noch eine Frage, und zwar, ich habe ein Problem mit dem Restore. Wenn ich auf Wiederherstellen klicke, werden nicht auf die VM-Konsole der wiederherstellenden Maschine weitergeleitet. Mir kommt ein Fehler. Im Firefox komme ich etwas weiter, aber mit eigentlich ist kein Plan existiert. Ja, was man da machen kann letztendlich, ich würde vorweg mal vermuten, dass irgendwas in dem Pre-Flight-Check schon dort fehlschlägt. Das heißt, ich würde auf die einzelne Maschine mal draufgehen und gucken, ob dieser Pre-Flight-Check ordnungsgemäß funktioniert. Wenn sie nicht richtig weitergeleitet werden, würde ich auch prüfen, ob nicht irgendwas vielleicht blockiert werden können durch einen Proxy oder durch einen lokalen Firewall. Und was Sie auch machen können, ist, damit diese Umleitung nicht stand wird, Sie können auch direkt die Adresse von dem einzelnen Agenten auf ihrem Webbrowser entsprechend dann eingehen oder direkt auf dem Proxy dann auch versuchen, dann den Webbrowser zu öffnen, um sich letztendlich mit dem lokalen dann Agent zu verbinden. Muss allerdings eine Ursache haben, also ich würde das mal prüfen, ob letztendlich dieser Pre-Flight-Check auch ordnungsgemäß läuft. Meistens wird dann auch da schon was angezeigt, wenn da irgendwas nicht ordnungsgemäß dann halt funktioniert. So. So, jetzt gibt es noch eine Frage, die geht, denke ich, in die Richtung vom Sizing, wie man das Ganze machen kann. Also, da ist die Frage, zwei Server mit jeweils drei virtuellen Maschinen. An einem Server ist ein Sicherungsraid und ein Bandlaufwerk. Und die Sicherung soll primär auf das RAID erfolgen und einmal monatlich auf ein Band. Welche Software benötigt man letztendlich dafür? Ah ja, wir haben, ich bin jetzt heute mal nicht weiter auf die Lizenzierung eingegangen. Wir haben ja in UDP diese vier Editionen letztendlich. Letztendlich ist es so, was Sie dazu brauchen, ist einfach, Sie müssen schauen, was haben Sie an der Quelle für Anforderungen, sage ich jetzt mal so. Das heißt, wir haben eine Standardversion von UDP, da können Sie ja so einen File-Server mit absichern, aber das ist beispielsweise der Support für SQL-Server und Exchange-Server nicht mit enthalten. Ja? Das heißt, hat Ihr Kunde oder haben Sie selbst solche Systeme gar nicht laufen, dann können Sie es sicherlich mit der Standardversion soweit abdecken. Haben Sie aber allerdings SQL-Server laufen und wollen die konsistent sichern und auch wiederherstellen, dann sollten Sie wenigstens die Advanced-Version verwenden. In der Premium-Version haben Sie dann auch so Features mit drinne, wie ja, diese Hardware-Snapshots beispielsweise oder rollenbasierte Administration, also ein bisschen weiter Enterprise-Features. Sowie haben Sie auch in der Premium-Version unser komplettes Arcs of Backup mit dabei, für diesen einen Sockel dann wohlbemerkt. Ja. Also gesagt, das kommt darauf an, was Sie an der Quelle haben. Wir lizenzieren in UDP die zu sichernden Systeme. Und von den zu sichernden Systemen zählen wir die
die aktiven Prozessoren. Oder Sie können auch die Terabyte-Lizenzierung wählen und dann würden wir entsprechend die gesicherte Menge dann halt dann lizenzieren. Ja, da möchte ich noch darauf hinweisen, und zwar, wir hatten schon mal einen Webcast dazu, der heißt Backup-Strategien in Unternehmen. Den haben wir auch aufgezeichnet und auf unserem deutschen YouTube-Kanal veröffentlicht. Das heißt, da wird nochmal so strategisch erklärt, was kann man tun und welche Lizenzierung brauche ich für welche Form. Da würde ich Sie darauf bitten, ich hatte hier zwei Folien vorher, wo ich auf die Webinare hingewiesen habe, hatte ich unten auch entsprechend unseren deutschen YouTube-Kanal mit einen Link mit versehen. Laden sich am besten einfach das Handout runter und da wird das Ganze nochmal in diesem Webinar verdeutlicht. Oder Sie suchen einfach auf YouTube nach Backup-Strategien in Unternehmen unter ArcServe, dann finden Sie das entsprechend auch. Okay. Sofern es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis dahin, ciao.